Dann los, Einleitung und weiter geht's. Du bist dran. Ich wieder? Nee, Vox ist dran. Ja. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum nächsten Teil Trine 2. Wir sind immer noch unterwegs, wir Drillinge, Tick, Trick und Track, und wir versuchen nach wie vor ins Schloss des Zauberers, nicht des Zaubers, des Königs oder des der Königin Vater zu kommen. Whatever. Der Königinnenvater. Genau. Wo jetzt ein komischer Troll-Goblin-Häuptling haust. Genau, den gilt es dann umzubringen. Und ich bin direkt gestorben hier. Da ist eine Lampe und da sind auch Glühwürmchen. Oh, ja, stimmt. Das machen wir mal so. Okay. Lenke ich die schnell ab. Nein. Oh. Das hat nicht geklappt. Aber der Zauberer hat es geschafft. Sehr gut. Irgendwo ein Wiederbelebungspunkt kommen. Oh. Totale Unmenschau. Nutzt ihn als lebendiges Schild! Als lebendiges Schild! Ja. Ja, genau so. So hab ich mir das vorgestellt. Oh, es werden immer mehr. Kacke. Oh nein, es hat so gut begonnen. Es waren 5. Aber es sah ziemlich cool aus. Hm. Wurde gleich weggenascht. Ja, Pontius, der cheatet immer so mit seinem Flugschild. Nein. Ja, ach, verdammt. Pontius, du bist auf dich gestellt, aber du bist ja auch der beste Randalierer im Team. Oh Mann. Da oben ist ein Wiederbelebungspunkt. Ja, gut. Dankeschön. Ich mag zwar dick sein. Aber. Aber oho. Aber nix. Er ist einfach nur dick. Oh. Glühwürmchen irgendwo. Nein, fress mich nicht! Fress mich nicht, du dummes Vieh! So, der arme Zauberer noch auf der anderen Seite. Ich will diese blöde Pflanze abschießen. Das ist so ein Bedürfnis. Das ist schon lange her, dass wir mal zu dritt es geschafft haben, alle weiterzukommen, oder? Ja. Versuch sie hier abzulenken. Komm schon, Pflanze! Ah, doch, wir haben es geschafft, zu dritt weiterzukommen. Rosen werden mehr. Oh, hier hat auch keine mehr abgestaubt seit ein paar hundert Jahren. Oh, und wieder mit Wasser. Ich mag ja die Einlagen mit Wasser am liebsten. Liebe Izzy, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und danke für die Rosen. Ich möchte früh zu Bett gehen. Du hast so viele Tanzpartner, aus denen du wählen kannst. Ich glaube, dir werden deine Füße morgen ganz schön wehtun. Die Beziehung zwischen Rosabal und Isabel nicht besser, ja? Ich werde daraus nicht schlau. Ein Wasserrätsel? Aber... schiebt es mal auf die andere Seite, sodass das Wasser genau in die andere Richtung geht. Das könnte doch... Ja, genau. Bewegt zumindest das Tor. Anderen Seite, aber bringt das was? Nur wie halten wir das hier? Also hier ist auf jeden Fall ein Wiederbelebungspunkt. Man könnte das hier versuchen, irgendwie zu balancieren, zum Kistchen hier. Soll ich nochmal zurückkommen? Schwer genug. Ich muss nur da stehen bleiben. Und da noch irgendwie nach oben? Ah, es hat nicht gereicht. Aber immerhin kommt man mal nach unten. Ah, da ist auch noch was unten. Guck an, ja, das hat man jetzt irgendwie verpasst. Und da ist noch was. Unten. Ja. Wie kommen wir da hin? Mal irgendetwas zerstören? Bewegen? Mensch, ist ja noch richtig viel. Alles verpasst, wenn ihr nicht runtergefallen wärt. Ja. Gut. Müsst ihr nur noch trotzdem irgendwie hochkommen. Ich komme leider nicht zu euch, weil die Tür zu ist. Achso, weil ich glaube, da links geht wieder was.
kaputt zu machen, ja. Ach, da drüben kommt man hoch. Okay. Ja, also ich langweile mich hier hinten so ein bisschen, guck mir die rosa Rosen an. Ja. Oh, treffe auf eine eklige Spinne, die mich töten will. Ach, guck mal, ganz oben ist auch noch so, noch mehr zum Einsammeln. Ja. Wir müssen das auf jeden Fall noch holen. Ganz alleine. Das hat keiner gesehen. Mann, zieh das mal runter, vielleicht komme ich ja noch mit hoch. Da sind zwei Spinnen. Kannst du dich da drauf stellen? Ja. Noch mal. Keiner nimmt mein Leid wahr. Okay. Aber bis da hinten komme ich nicht recht genau mit so einer Treppe. Wieder. Bin tot. Und oben noch mit dem Hammer gegenhauen. Über dir. Oh ja, sein. Ja. Er kann es. Total gut. Das müsste es gewesen sein, ja. Als wäre es geplant gewesen. Massen Spinnen da ankämpfen. Warten gleich hinterm Tor. Ich würde sagen, Pontius muss vor. Okay. Kriegen wir das jetzt noch irgendwie fixiert? Das Tor muss aufgemacht werden und ich schieße mit meinen... Eisfeuer, ja. Okay, dritte Spinne tot. Aber da kommen jetzt nicht noch ein paar. Und es ist drüben, Amadeus fehlt. Ich komme auch gleich. Aber. Yay. Spinne, noch eine Spinne. Weiter hoch. Also hier geht's noch weiter. Oh, da oben habe ich schon was eingesammelt, aber ich glaube noch nicht alles. Nee, da ist noch ein bisschen was. Huch. Ja, soll ich dir mal ein bisschen Feuer am Hintern machen? Du hast mich getötet. Du hast mich einfach getötet. Hoppala. Du grausamer. War keine Ruhmestat. Aber kann ja mal passieren. Ja, reiner Zufall natürlich. Absolut. Da oben ist irgendwas, aber ich glaube, das kann nur der Zauberer bewegen. Oh, ja. Wenn er nicht im Feuer stehen bliebe. Shit. Also, ach, hier geht's weiter. Aber ach, guck mal, du kannst mit dem Schild das Feuer da hoch lenken, damit es runterfällt. Aha. Such euch mal wieder zu überleben. Mhm. Oh. Danke. Und dann bin ich auch schon tot. Ja. Könnte ich mich. Ja. Also musst du auch springen, wir sind ja und gerade es geht da. Dann halt tatsächlich auch weiter. Nein, ich bin auch tot. Da geht's ja auch weiter. Ja. Einfach weiter rechts weiterläuft. Naja, weiter, ich glaube, da geht's mit dem normalen Weg weiter. Ja. Wollen wir sie erst wiederbeleben? Ja, macht euch, ist schon okay. Dann. Ja, runterfällt. Dann. Okay. Bloß nicht gegen diese Stacheln da springen. Ah ja. Ich bin Verhängnis geworden. Ups. Oh, jetzt ist meine Leiche gerade runtergefallen. Ach, verdammt. Jetzt wo du gerade unten warst. Naja, egal. Ja, mach ich. Egal. Naja. Gut.
Ist doch schöner zu dritt. Tschüsschen, dankeschön. Ich bin drüben. Beide. Das sieht nach einem Rätsel aus. Ja, wir sind ganz schnell bei dir. Wir sind einfach reingesprungen. Den Zauberer habe ich mir schon mal geholt. Ach, beide. Oh, bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Guck mal, das sieht doch nach einem Rätsel aus hier. Siehst du mal an hier mit diesen zwei Holzblöcken. Ja. Ich muss der Zauberer auch einfach was bauen. Ja, ja, immer muss ich bauen. Ich glaube, der macht jetzt Holz daraus, ne? Ein Sägewerk. Was sieht danach aus? Ja, da musst du hin mit deinem. Mit dem Enterhaken. Geht nicht. Von einem anderen Winkel aus? Kann mich nicht festhalten. Soll ich denn da drankommen? Lass mich mal probieren. Nein. Hey. Bin geschafft. Naja, man kann so schwingen, springen. Dann geht das alles irgendwie. Bitte interessantes Rätsel. Achso, mir egal. Was war? Interessantes Rätsel? Ja, hier. Was sollen wir denn hier machen? Ich glaube gar nichts. Ich glaube, wir haben vielleicht. Ich weiß nicht. Es ist ein Sägewerk und. Na, wir müssen einfach weiter runter. Ich bin tot. Oh, da ist dieser hässliche Goblin, den wir auf einem der Gemälde gesehen haben. Ist der das schon? Ich bin schon wieder tot, das geht's doch nicht. Ich hab gar nicht gesehen, dass ich gestorben bin. Uja kämpft hier ziemlich gerissen. Cool. Mach ihn platt, den hässlichen Ogre. Nein. Oh, nein. So bloß, weil ich den Typen da oben zuerst erledigen wollte. So, jetzt haben wir. Okay. Der ist doch schon tot. Mach mal was da drunter. Leichen verstümmeln. Bau mal eine Kiste da drunter, Alex. Oh. Nee, bin ich. Bin ich der Kistenbauer gerade. Wo soll die Kiste gerade hin? Ach, Gaula. Eine Kiste unter dieses Gefährt hier. Unter diesem. Das ist das Ding, was ich da hochhebe. Mit diesem. Dass du da hochhebst? Nein. Was ist das? Ich bin wieder runtergesprungen. Ach, hier. Ja. Ist da. Ach, schade. Das war schon. Aha, man kommt nicht zurück, glaube ich. Na, kein Problem. Ist so eine blöde Kugel, die mich gleich umbringen wird. Ich hab was bekommen. Ich glaube, hier kann nur Suja weitermachen. Ja. Rot ist. Finger. Wo muss ich überhaupt hin? Ja, nach rechts. Das ist das nächste. Und noch. Und ja. Ja, krass, geschafft. Oh, das war knapp. Also da oben, links oben, ist noch, sind noch zwei von diesen Dingern. Okay. Vielleicht jetzt. Ja, genau, mach das mal so. Hm.
Ja. Stimmt, aber wir überleben nicht wieder. Nein, ach verdammt. Und auch irgendwie von der anderen Seite kommen. Oh! Wie konnte ich denn da sterben? Guck mal, du hast den eingesperrt in der Kiste. Ja, ich weiß. Sie hat schon alles Skills irgendwie. Ja, man kann ja auch umskillen, ne? Ja, ich skill immer um. Oh, kostenlos? Oder kostet das ja auch 200 Gold? Nee, das kostet nichts. Verdammt nochmal. Das ist mir jetzt sehr peinlich. Dass du da unten nicht weiterkommst? Ja, das ist ja jedes Mal. Ich könnte eigentlich... Nee, kann ich nicht. Verdammt. Okay, man merkt, dass hier ein Sägewerk ist. Da unten sind Sägescheiben und die tun weh. Meine also Planke wurde auch gleich zersägt. Ah, hier links oben, die Dinger sind ja immer noch da. Ah, aber jetzt könnte vielleicht jemand das Zeug holen. Ich habe zumindest dieses Feuermachen mit Dingen weggetan. Wohl nicht. Alle. So. Ich hab hier noch den Rest geholt. Ja gut. Ich würde dir gerade hier diese Planke richtig hinlegen. Auch irgendwie selber drüber kommen. Das sollte schon gehen. Bin ich. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Dass ich da bin, das macht doch alles einfacher. Da unten ist noch was. Wo denn? Wo denn? Wo unten? Ich bin tot. Dazwischen diesen zwei... Umlagen, genau, da. Ja. Kann da irgendwas bewegen? Einfach runterschubsen. Ah, ja, genau. Ja. Dann werden die zersiegt. Ah, da ist es. Und dafür habe ich mein Leben gelassen. Naja. Ja, für Soja kann ich die Planke bewegen. Vielleicht kann sie dann rüberspringen. Was ist mit der zweiten Kiste? Kommst du da auch schon rein? Ja. Ach, da ist noch eine zweite. Okay. Wie kommt die nicht ganz runter? Ah, jetzt. Sehr schön. Okay, jetzt Soja springt rüber. Und mach mir eine Räuberleiter oder so. Ach, mit so einer Planke müsstest du doch hier hochkommen. Ja. Geschafft. Ach, wie schön mein Leichnam dort zerstört wird. Ist irgendwie ein Wasserritzel und wieder so eine blöde Pflanze. Ist das schon wieder gestorben? Ihr schiebt mich in diese Säge rein. Da. Könnt ihr mal bitte diese Blase aufschlagen? Muss da hin oder muss das irgendwo anders hin? Ich kann das gar nicht sehen. Nee, es muss noch ein ganzes Stück weiter. Okay. Naja. Es geht nicht da durch. Ich will auf das Blatt springen. Nein! Onzios war einfach zu schwer. Ah, aber ich glaube, das ist funktioniert gut. Auch so. Ja, es hat funktioniert. Geil. Egal wie es funktionierte. Nein! Wow, und in den Hohlstamm. Hohl.
Holstein? Stammholz? Irre ich mich über Wörter. Wo ist Pontius abgeblieben? Ihr habt hier was vergessen. Oh nein, was denn? Nur eine Sache, egal. Ach, da oben? Ja, nee, Kommen wir leider nicht hin. Jetzt müssen wir das noch mal spielen von ganz vorne. Ja. Ja, eigentlich schon wieder lauschig. Das ist aber schön hier. Das muss die Regenbogen sein, die Rosabelle erwähnt hat. Sie sollte uns zum Schloss führen. Schön. Okay. Wollen wir da schon rein oder Pause machen? Jemand ist schon reingegangen. Ja, ich war's. Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Gruselig. Wir sind keiner von diesen sprechenden Blumen mehr begegnet. Ich sag euch, Rosabelle ist noch böse. Sollten wir auch sonst was für sie tun, bevor sie uns endlich die Informationen gibt, die wir die Welt retten? Das ist doch schon sehr suspicious. Was macht ihr denn da für einen Kram? Wir springen jetzt einfach nur rum, weil es schon wieder Zeit ist, eine Pause einzulegen. Wir können unseren Zuschauern es nicht zumuten, noch weiter hier zuzugucken. Schweren Herzens. Ich wollte Tschüss sagen. Okay. Na denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss.